Meine Damen und Herren, nachdem Sie jetzt schon eine Menge Lob über Medico heute Abend gehört haben, möchte ich kurz über etwas sprechen, was Medico nicht macht. Wohltätig sein. Es gibt einen 30 Jahre alten Text von mir. Vor ziemlich genau 30 Jahren bin ich eingeladen worden, eine Festrede zu halten zu einer Wohltätigkeitsgala und habe das auch gemacht. Der Anlass ist schnell erzählt, ziemlicher Klassiker, würde ich sagen. In Konstanz wurde 1988 eine Kinderklinik gebaut. Ich glaube, damals zu den Kosten von 7 Millionen Baukosten. Und als die Kinderklinik fertig war, stellte man plötzlich fest, dass das Geld für die kindgerechte Ausstattung der Kinderklinik fehlte. 30.000 Euro. Der zukünftige Leiter dieser Kinderklinik hat damals gesagt, das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Er organisiert eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Das hat er auch gemacht. Er hat eine Gala, also eine Gala aufgerufen und viele seiner Patientinnen, die ihn sehr geschätzt haben, haben das unterstützt, der Familien, deren Kinder er auf die Welt gebracht hatte. Und es gab mit viel Pressevorschau eine riesige Gala im ersten Hotel am Platz, wie man so schön sagt, im Inselhotel Steigenberger in Konstanz, im Ballsaal. Und einer der Sponsoren hatte mich gefragt, wenn er aus seiner eigenen Tasche zahlt, ob ich bereit wäre, die Festrede zu halten. Die lese ich Ihnen jetzt vor. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Wohltäterinnen und Wohltäter, wir erleben in vielfacher Hinsicht einen bemerkenswerten Abend, ein exquisites Buffet, schöne Frauen und große Weine einer alten Kulturlandschaft, zusammengeführt in einer festlichen Ballatmosphäre, die wir nicht zuletzt der sorgfältigen Auswahl der Gäste verdanken. Also vielleicht soll ich schnell noch dazu sagen, der Eintrittspreis, habe ich vergessen, lag bei damals 1980 bei 150 Mark, eben für die kindgerechte Ausstattung der Klinik. Und das kalte Buffet wurde gespendet vom ortsansässigen Pharmakonzern Big Gulden. So, also, eine festliche Ballatmosphäre, die wir nicht zuletzt der sorgfältigen Auswahl der Gäste verdanken. Sind wir ehrlich, meine Damen und Herren, wo gibt es das heute noch? Und wem verdanken wir dieses kulturelle Kleinod? Es lohnt sich, dieser Frage kurz nachzugehen. Auf den ersten Blick ist es nämlich ein scheinbarer Missstand, der diesen glanzvollen Abend hervorbringt. Beim millionenteuren Bau der neuen Kinderklinik fehlen am Ende ein paar 10.000 Mark für die kindgerechte Ausstattung. Professor Schwenk, der Klinikleiter, der Initiator unseres Abends, hat das ja eben dargestellt. Aber lassen Sie uns noch für einen Moment der Frage folgen, weshalb derartige Ereignisse wie der heutige Wohltätigkeitsball so selten geworden sind. Denn das war nicht immer so. Es hat zu allen Zeiten ja große Bälle der Burschenschaften, der Logen, der Rotarier und Lions Clubs gegeben, die wesentlich der Unterstützung und Förderung des männlichen akademischen Nachwuchses dienten. Auch die Stahlindustrie hier hat zu Beginn des Jahrhunderts, in den schweren Zeiten der Weimarer Republik und in den Krisenzeiten der 70er Jahre, den notleidenden und bedrängten Parteien Unterstützung zukommen lassen, sei es in Zeiten oder in der Krisenzeit der 70er Jahre oder wie gesagt. Gänzlich unvergessen aber ist die Hilfe im Kleinen. Die unzähligen Feste und Basare rühriger Bürgersfrauen, die sich die Finger wund strickten für die wärmende Winterkleidung der einfachen Soldaten, die zum Wohle des aufsteigenden Bürgertums ins Feld zogen. Natürlich brauchen wir heute keine Pulswärmer mehr für die Infanteriestricken. Und ein Ball wie dieser heute Abend mit einer Spendensumme von 20.000 bis 30.000 D-Mark könnte gerade mal den Sitzgurt vom Schleudersitz des neuen Abfangjägers unserer Luftwaffe finanzieren. Fraglich ist auch, ob die von uns so beschenkten Kampfflieger die Spende auch mit einem dankbaren Leuchten ihrer dunklen Kinderaugen und einer kleinen Flugvorführung mit dem neuen Spielzeug vergelten würden. In diesem Bereich ist also aus gutem Grund die Gemeinschaft aller Steuerzahler notwendig und, das sei anerkennend auch hinzugefügt, sie wird in diesem Bereich ihrer Aufgabe ja auch gerecht. Aber wenn man oben den wehrhaften Arm des Volkskörpers mit der finanziellen Decke wärmt, werden unten die Füße kalt.
Die Decke fehlt an der Basis des Gemeinwesens. Auch hier gibt es jedoch Grenzen des für die Spendenbereitschaft so wichtigen guten Geschmacks. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, die Summe des heutigen Abends fehlt im benachbarten Etat. Beim Dienstwagen des Landrates reicht es nicht für die S-Klasse. Der Landrat wäre gezwungen, einen nur mit dem unbedingt erforderlichen ausgestatteten VW oder gar Opel fahren zu müssen, mit allen schädlichen Konsequenzen für seine psychische Entwicklung. Ein Wohltätigkeitsball mit Tanzeinlage seiner Schreibkräfte und eine Tombola des Personalrates wären kaum denkbar und das Spendenaufkommen eher gering. Der adäquate Platz von Wohltätigkeitsveranstaltungen ist deshalb ohne Zweifel der soziale Bereich. Nur hier ist eine finanzielle Lücke sinnvoll und trifft auch auf das schlummernde Bedürfnis potenzieller Spender. Und, meine Damen und Herren, und noch ein anderer, wie mir scheint, sehr wichtiger Aspekt soll hier heute Abend noch erwähnt sein. Wir dürfen nicht nur einseitig die Nutzen der Spende für den Beschenkten sehen, sondern auch den Output für den Spender. Professor Schwenk hat in seinem Einladungsschreiben zu Recht auf das in den USA sehr viel weiter verbreitete und bewährte System privater Spenden- und Welfare-Veranstaltungen hingewiesen, die heute ein wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens höherer Schichten in den USA geworden ist. Wie groß der allseitige Nutzen daraus ist, belegt vielleicht am besten die Äußerung eines berühmten New Yorker Psychoanalytikers. Zitat: Viele Manager und beruflich Selbstständige können ohne ihr soziales und finanzielles Engagement in Welfare-Organisationen die Kälte ihres Berufslebens nicht mehr ertragen. Das soziale Elend ist geradezu notwendig, um dort durch Wohltätigkeit Schuldgefühle abzubauen und der Freizeitdepression und Drogen- und Therapieabhängigkeit Besserverdienender vorzubeugen. Eine eindrucksvolle Symbiose, meine Damen und Herren. In unserem Land, in Deutschland, ist es in der Wiederaufbauphase nach dem Krieg zur Einrichtung eines so umfassenden öffentlichen Sozialnetzes gekommen, dass ein Verfall des Wohltätigkeitsstrebens in bürgerlichen Kreisen die logische Folge war. Und der kleine Mann auf der Straße gewöhnte sich daran, soziale Leistungen als ein forderbares Bürgerrecht anzusehen. Erst jetzt dringt wieder ins Bewusstsein aller und unser Abend leistet in diesem Sinne einen wichtigen Dienst. Dass bestimmte soziale Leistungen eine Gabe sind, die erst dann gewährt werden kann, wenn bestimmte Spielregeln wie die steuerliche Entlastung Besserverdienender und Verzicht auf ihre Diffamierung auch eingehalten werden. Dieses neue gesellschaftliche Verständnis wird auch uns hier Versammelte mit dem Obolus von 150 D-Mark Eintritt aus der Anonymität namenloser Steuerzahler herausführen und macht uns zu in der Lokalpresse gefeierten Wohltätern unserer Gesellschaft. Und wir können dadurch nicht nur unsere gesellschaftliche und politische Position festigen, sondern steigern auch unser persönliches Selbstwertgefühl. Zusammenfassend sollten wir in diesem gelungenen Abend eine Gelegenheit sehen, den Wirkmechanismus eines modernen Staates zu demonstrieren. Das Nehmen und Geben der bürgerlichen Führungsschichten. Oder wie der von uns allen ja verehrte Kurt Tucholsky sagte, wir nehmen die Mark, aber wir geben den Pfennig. So löst sich der scheinbare Widerspruch des heutigen Abends, liebe Festgäste. Und wenn sich Ihnen nun das Buffet eröffnet, denken Sie daran, Mousse au Chocolat ist etwas Feines, aber was Sie heute Abend erhalten, das ist mehr. Humanismus au Chocolat. Wohltat mit Geschmack. Guten Appetit.